Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Wir wollen, nachdem wir den SD-Speicher eingebaut haben, wollen wir, also den M2-Speicher, wollen wir gerne mal die Geschwindigkeit überprüfen. Ich habe mir dafür Maneater ausgesucht. Ich werde es nur mit einem Spiel zeigen, aber wir haben viele Messungen, die wir machen wollen. Warum Maneater? Maneater ist ein bisschen über 10 GB groß. Information. 10,67 GB, um genau zu sein. Und damit können wir das gut ermitteln, weil das ist ein bisschen über 10 GB. Und da haben wir dann so einen Richtwert mit 10 GB. Und wenn man dann für 20, 30, 40 GB braucht, mal 2, mal 3, mal 4 nehmen. Und dann kommt man halt auf in etwa sein Ergebnis, was man denn haben könnte. Ich habe es jetzt auf der M2 drauf. Ich habe auch, weil viele gesagt haben, der ladest dir doch aus dem Shop einfach immer wieder neu runter, das Spiel. COD 150 GB, nur Online-Modus. Habe ich auch gleich mal gesagt, Mensch, testest du das mal, weil viele wollen die M2 ja dann, stellen sie ja dann ein, dass die Spiele darauf gespeichert werden. Ich habe die Western Digital SN 850 also die Western Digital Black SN 850 mit 2 Terabyte und habe jetzt Maneater von meiner Festplatte gelöscht und habe es nochmal neu runtergeladen. Habe es aus dem PSN runtergeladen in den internen Speicher von der PS5 und da wurde mir angezeigt vorne, dass die Downloadzeit 17 Minuten dauern soll, hat aber laut Stoppuhr nur gedauert 14 Minuten und 19 Sekunden und 54 Hundertstel. Dann habe ich es gelöscht und nochmal neu runtergeladen auf den internen Speicher, natürlich vorher umgestellt bei wo soll sie gespeichert werden. Habe dann den internen Speicher ausgewählt, den internen Speicher ausgewählt und habe dann nochmal Maneater runtergeladen. Es wurden mir wieder 17 Minuten Downloadzeit angezeigt, Endeffekt hat es aber nur gebraucht 14 Minuten. 24 Sekunden und 97 Hundertstel. Also wesentlich fast 5 Sekunden oder ja, eigentlich fast 5 Sekunden langsamer als die als die M2. Da war ich schon mal sehr überrascht. So, und jetzt werden wir verschiedene Speichermöglichkeiten testen. Also wir werden von intern zu M2 und wieder zurück von M2 auf intern, dass wir da die Daten haben, wie lange das dauert. Dann will ich machen von USB, weil viele haben ja die Sachen auch auf USB, auf die M2 und von USB auf die interne Platte. Dann als nächstes würde ich gerne dann noch mit reinnehmen von USB auf die interne und von USB auf die, Quatsch, von M2 auf USB und von intern auf USB. Wie lange wir da brauchen. Aber das werde ich wahrscheinlich hier dann gleich mitmachen. Dann können wir dann halt alles in eben Abwasch abmachen. So, und dann gehen wir erstmal auf Einstellungen, Speicher, M2, Spiele und hier haben wir Maneater da unten. Das wollen wir verschieben. Und wir verschieben es erstmal auf den internen Konsolenspeicher. Und 3, also, das haben wir einmal rüber. 3, 2, 1. Ich stoppe die Zeit, wenn wir wieder bei den Spielen sind. Dann habe ich halt als kleinen Bonus habe ich dann noch was anderes geplant, was ganz am Ende kommen wird, außerhalb der Reihe. Weil das muss ich einfach überprüfen. Da gibt es nämlich noch eine Möglichkeit, Spiele von USB zurückzuholen. Und da habe ich letztens das Gefühl gehabt, dass es schneller geht. So.
So, wir sind jetzt bei 51 Sekunden und 56 Hundertstel. Sekunden, ich schreibe mir das auch gleich auf, weil ich schreibe das dann in die Videobeschreibung natürlich rein. 51 Sekunden und 56 Hundertstel. Und jetzt machen wir von intern wieder zu M2. Objekte auswählen und wir wollen das auf den M2 Speicher machen. Zack und 3, 2, 1. Huff. Huff. Uaha. Also M2 zu intern. 51 Sekunden und intern zu M2 11 Sekunden 59. Holla der Waldfee. Also damit habe ich nicht gerechnet. Uaha. Uaha. Okay. So, dann gehen wir wieder auf den M2 Speicher. Und machen jetzt einfach von schieben, Objekt auswählen. Von M2 zu USB. Genau, von M2 zu USB. So. 3, 2, 1. Das ist heftig. Also damit habe ich jetzt, also mit dem Unterschied habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das macht mich ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Sekunden Unterschied. Oh, das Ergebnis ist besser, als ich gedacht habe. Muss ich sagen. So. Jetzt gehen wir auf den USB-Speicher. Und jetzt machen wir von USB zu M2. 3, 2, 1. Aber wie gesagt, wir haben von M2 auf USB 1 Minute 13, 59 gebraucht. Geht jetzt schon schneller. Ich würde sagen, wir sind jetzt bei einer halben Minute und fast fertig. Ich schätze jetzt mal, wie lange hat sie gebraucht? 1 Minute 13. Sieht aber jetzt schon schneller aus. 1 Minute 5 Sekunden. Ich bin mal gespannt. So, bereit machen hier. Eine Minute, 11 Sekunden. So, dann machen wir jetzt zu von USB in intern und intern zu USB und wollen das auf den
USB-Speicher machen. Aber jetzt auch richtig zurücksetzen. 1, 2, 3. Von intern auf USB. Und dann halt von USB auf intern zurück. Und dann kommt noch ein kleiner Bonus. Mal gucken. Die Zahlen gehen schon. 10 GB von USB in die M2 reingedonnert. Eine Minute. 11. Bei 10 GB, naja. Wenn ich dann COD und so zurückhole mit 150 GB und so. Jo, das wird schon Zeit dauern. Ich bin auch am Überlegen. Ich werde wahrscheinlich ein paar Spiele werde ich auf der internen Platte lassen. Aber warte mal gucken, wie viel dann auf der Western Digital Platz ist, wenn ich alles installiere. Andere Sachen wie Ape und sowas, was ich jetzt definitiv jetzt in der nächsten Zeit nicht spielen werde, lasse ich auf der externen natürlich, ist klar, auf meiner USB-Platte. Ja, vielleicht ist ja dann so viel Platz, dass wir auf der 2 Terabyte schön Platz haben. Und auf der internen könnte ich dann so ja mal ein PS4-Spiel machen, um von der Geschwindigkeit zu profitieren. Sollen wir mal gucken, was die Zeit sagt von USB zu intern. Die USB-Platte ist auch eine Western Digital, eine MyBook, mit der ich sehr zufrieden bin. Die hatte ich schon eine PS4. Die ist schnell leise, sehr, sehr leise. Drei, zwei, eins. Von USB zu M2 eine Minute 11 Sekunden. Wir sind noch nicht, wir sind bei naja, fast ein halb. Es scheint wesentlich langsamer zu sein. Jetzt? Wir sind schon bei einer Minute. Also wir sind jetzt schon über der Zeit, was das gebraucht hat, in den M2-Speicher zu speichern. Wir sind noch nicht mal am Ende. Ich habe aus Versehen doppelt gedrückt. Also sagen wir einfach 1,44. Holla, das ist er. Oh Gott. Mal gucken, ob in der Aufnahme sehe ich ja dann wahrscheinlich Mike Pause, dann kann ich das genauer schreiben. Wir haben das jetzt in dem erweiterten Speicher. Da ist es. Konsolenspeicher, gut, das ist gut. So. 3, 2, 1. Wie gesagt, Konsolenspeicher.
von USB und Konsolenspeicher. Haben wir vorhin gebraucht, 1 Minute 45, also 44. Wir sind jetzt bei 38. So, ab da, wo man Start drücken kann. 1 Minute 15. Also von USB in interne haben wir 1 Minute 45 gebraucht. Jetzt brauchen wir nur noch 1 Minute und 15 Sekunden. Und jetzt machen wir es nochmal auf die USB-Platte und holen es dann von USB auf die M2. Stationsstandort M2. USB zu M2. 1.11. Haben wir für die Methode über Speicherverwaltung haben wir gebraucht. 1.11. USB zu M2 haben wir gebraucht, 1.11. Jetzt machen wir es über die Bibliothek. Aber der Vorteil ist jetzt bei der Bibliothek, wenn ihr das jetzt über die Bibliothek macht, ihr könnt mehrere Spiele anklicken und sagt, hier, mach mal, verschieb mal. Und ihr könnt trotzdem noch irgendein Spiel starten, könnt spielen. Und dann passiert das im Hintergrund. Das ist halt ein großer Vorteil. Ah, hier kommt nichts bei. So, war ein bisschen zu früh. Ja, der Vorteil ist halt, ihr könnt jetzt hier die Spiele aussuchen und einfach in den internen Speicher ballern und könnt dann halt gleichzeitig noch ein Spiel spielen. Ja. Ich sage euch nochmal die Zeiten an. Also nur der Download aus dem PSN hat jeweils gedauert, also einmal gedauert auf die M2 14 Minuten 19 Sekunden. Ich runde jetzt mal ab und auf. Auf die interne Platte 14 Minuten 25 Sekunden. Wenn wir ein Spiel von der intern zu M2 machen, 11 Sekunden, 12 Sekunden. Wenn wir von der M2 zur internen Platte ein Spiel verschieben, dann hat es in der Regel also 51 Sekunden, doch 51 Sekunden gedauert. Von USB auf M2 1 Minute 11. Von M2 zu USB wieder zurück 1.13 und in der Bibliothek von USB zu M2 1.12. Von USB zu internen Speicher 1 Minute 45 Sekunden. Eine Stunde 30. Kann man, ja, die paar Sekunden. 1.30 kann man rundgerechnet sagen. Von USB auf intern und bei USB auf intern so verschiebt halt ohne Speicher und in der Bibliothek dann halt von USB zu intern 1.15. Sieht sehr gut aus. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auch.
Ihr habt so einen kleinen Überblick. Ich werde jetzt meine Spiele verschieben. Das wird eine Weile dauern. Und dann mal gucken, wie viel Speicher ich noch zur Verfügung habe. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.